stabil regiert und die Probleme in diesem Lande löst, ohne eine Alternative von rechts wollen, zu benötigen. Herr Weber, ist schon richtig, das haben wir verstanden. Aber wir haben immer noch nicht gehört von Ihnen gerade, auch nicht in dieser Antwort, wie Sie es denn machen wollen. Ja, sitzt ja einen Tag nach der Wahl. Und wenn wir diese schon wüssten, wie wir gemeinsam das auf den Weg bringen wollen, dann brauchen wir keine Sondierungsgespräche, keine Koalitionsgespräche. Warten Sie die Zeit erstmal ab. Wir müssen erstmal mit den Grünen, mit Frau Dalbert, mit der SPD, mit wem auch immer reden. Und dann können wir sagen, wie wir das gemeinsam gestalten können. Herr Stiphun, auch Ihnen sind ja viele Wähler weggeblieben. Sie müssen doch auch, ich meine, das war ja in irgendeiner Form auch absehbar, wenn man sich die Umfragen angeschaut hat, auch in den letzten Jahren schon mal darüber nachgedacht hat, insbesondere wenn man sich den Trend bei der SPD auch im Bund anschaut, wie das gekommen ist und wie man das stoppen kann. Also wir haben ja heute angefangen, das Wahlergebnis aufzuarbeiten. Das wird man nicht gleich am Tag der Wahl alles machen können. Aber ich denke, wenn es so ist, dass es also überwiegend auch ein Protestwählerpotenzial ist, was die AfD gewählt hat, dann muss es also demokratischen Parteien also auch ein Anliegen sein, also auch auf die Themen auch einzugehen. Und ich habe zum Beispiel heute von den Wahlforschern gehört, dass also viele Menschen AfD aus Protest gewählt haben, weil sie mit ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage dort also nicht einverstanden sind bzw. unzufrieden sind. Und wenn das also das Problem ist, dann glaube ich, ist das eine Herausforderung für die SPD. Und da kann ich nur sagen, wir haben dann mit diesem Wahlergebnis also auch verstanden und werden vielleicht für die Zukunft auch einiges anders machen. Herr Gallert, haben tatsächlich alle verstanden? Also diese Gesellschaft, in der wir uns hier befinden, ist extrem ausdifferenziert. Die Personengruppen, über die wir hier reden, haben sehr, sehr unterschiedliche Interessen. Und wir sehen das ja gerade bei den Wählerinnen und Wählern für die AfD. Sie haben eine große Gruppe von Menschen, die sich sozial an den Rand gedrängt fühlen. Die sagen, diese Politik hat seit Ewigkeiten schon nichts mehr mit uns zu tun und wir kommen da nicht zu Wort und unsere Interessen werden nicht berücksichtigt. Wir haben das gerade in Sachsen-Anhalt gehabt. Also der Ministerpräsident hat permanent von Konjunktur geredet. Alles ist super bei uns, die Löhne sind hoch. Vor einer Woche hat er diese These wieder aufgestellt und Leute merken, dass das mit ihrer Lebensrealität nichts zu tun haben. Und da fangen sie an, natürlich gegenüber den politischen Institutionen ein Misstrauen zu entwickeln. Und der hat sich jetzt hier bei dieser AfD-Wahl auch ein Stück weit entladen. Allerdings kurioserweise bei einer Partei, die zum Beispiel den Mindestlohn abschaffen will oder die darüber diskutiert, die Hartz-IV-Sätze abzusenken, die den Reichen Geschenke machen will, indem sie die Spitzensteuer senkt um 20%, die Erbschaftssteuer absenken will. Das hat ja Professor Holtmann gerade alles erzählt. Und da haben wir natürlich wirklich ein extremes Problem, dass Leute praktisch versuchen, ihre Lebenssituation, ihren Protest gegen ihre Lebenssituation dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass sie eine Partei wählen, die ihre Lebenssituation noch radikal verschlechtern würde. Und dazu kommt noch, dass natürlich diese Partei jedem alles verspricht. Ich habe eine interessante Diskussion mit jemandem von der AfD gehabt, der sagt, ich protestiere dagegen, dass es zu wenig Polizisten gibt. Ich protestiere dagegen, dass es zu wenig Lehrer gibt. Aber eins finde ich gut, diese Landesregierung hat endlich mal den Haushalt saniert und einen Überschuss erwirtschaftet. Na klar, weil sie nicht genug Lehrer und Polizisten eingestellt hat. Jedem alles zu versprechen, jedem alles recht zu machen, überhaupt keine konsistenten Antworten zu haben, aber überall den Protest abzuholen. Das war das Rezept der AfD. Das hat leider hier gewirkt. Und wir müssen uns alle fragen, warum dieser Fehler passiert ist. Herr Poggenburg, war das Ihr Rezept, jedem alles versprechen und das ist jetzt das Ergebnis? Herr Gallert, Sie haben sich gerade selbst widersprochen, denn Sie haben ja Negativpunkte Ihrer Meinung nach der AfD genannt. Also können wir ja nicht jedem alles versprochen haben, wenn es da Negativpunkte natürlich gibt. Natürlich, Sie versprechen jedem, die Lehrer einzustellen, die Polizisten einzustellen und gleichzeitig die Steuern zu senken. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ach, der Wahlkampf ist doch vorbei, Herr Gallert. Genau, das ist doch vorbei. So. Auseinandersetzungen nicht, das ist leider von der CDU nicht verstanden worden. Der ist doch vorbei. Und das aber auf dem Rücken der Flüchtlinge. Und Sie wiederholen auch immer wieder falsche Behauptungen. Die AfD hat in keinem Programm irgendwo stehen, dass der Hartz-IV-Satz gesenkt werden. Das ist eine Kandidatin von Ihnen, hat das im ZDF so gesagt. Das hat eine Kandidatin wiedergegeben, da hat sie wurde sie nach dem Parteiprogramm gefragt, das hat sie falsch wiedergegeben. Das hat sie auch sofort berichtigt, die ist auch keine Landessprecherin in dem Falle gewesen. Das war ein Fehler, das ist richtig. Einer jungen Person, die neu in der Politik ist, das haben wir auch richtig gestellt, ist nirgendwo im Programm zu sehen, dass dieser menschliche Fehler dann ausgeschlachtet wurde ohne Ende. Das zeigt natürlich, wie dieser ganze Wahlkampf lief.
wie da auch mit welchen Mitteln da gearbeitet wurde gegen die AfD. Ich kann hier nur eines kurz anfügen. Mich ereilt seit 2 Tagen nun die Nachricht, die AfD hätte sich schon einen Audi A8 beim Landtag bestellt. Das ist so ein Blödsinn. Ja, wir haben nie, ich selber hätte den bestellt, haben wir nie bestellt. Die Grünen haben das wohl in die Welt gesetzt. Ich wurde auch von ihren Journalisten darauf angefragt. Können Sie bitte die Quelle genau benennen, damit wir das überprüfen können? Ich wurde heute von ARD danach befragt. So. Aber Sie haben jetzt gesagt, die Grünen wären die Quelle. Ich würde gerne die Quelle von Ihnen wissen. Das wurde von ARD. Es kursiert auch bei Twitter. Und Fakt ist, es kann ja sein, dass der Landtag irgendwelche Fahrzeuge für irgendjemanden bestellt hat. Herr Bockenburg. Das sind aber die Dinge, mit denen gearbeitet wird. Herr Bockenburg, wenn Sie solche Thesen hier aufstellen oder wenn wir solche Sätze von Ihnen hören, dann hat Frau Dalbert natürlich auch recht. Wo ist die Quelle, Frau Dalbert? Keine Ahnung. Also erstmal der Landtag bestellt keine Fahrzeuge für Fraktionen. Und ich will sie bestellt haben. Und, also wenn wir alles das glauben würden, was da bei Twitter und Facebook unterwegs ist. Ich wurde ist, heute von ARD im Interview danach gefragt. Na gut, okay. Gut, haben Sie denn, Frau Dalbert, an der anderen, vielleicht müssen wir die Frage ein bisschen anders formulieren. Ja. Wenn Sie zurückblicken oder wenn Sie haben sich ja sicher mit dem Wahlprogramm auch der AfD auseinandergesetzt, haben Sie denn konkrete Ansätze gefunden, wie Herr Boggenburg und die Partei demnächst im Parlament Probleme, die Sie auch angesprochen haben, in der Wahl lösen wollen? Also wenn Sie sozusagen mal die bundespolitischen Themen ausklammern, die ja schon angesprochen wurden, dann finden Sie im AfD-Programm in der Tat landespolitische Themen, dass man in die Kulturpolitik reinregieren will, dass man die Schulpflicht abschaffen will. Also das alles sind landespolitische Themen. Das wäre eine Katastrophe, wenn die AfD hier etwas zu sagen hätte. Herr Holtmann. Wenn wir uns die Diskussion hier anschauen, dann ist eines sehr auffällig, dass es sehr viele Fragen gibt und wenig Antworten und auch der Umgang mit der AfD ein sehr, sagen wir mal, einer ist mit sehr viel Abstand. Ja, aber das ist ja nicht überraschend, weil ja von der AfD auch, was die eigene Positionsbeschreibung betrifft, eine sehr dezidierte Anti-Haltung gegenüber den sogenannten etablierten Parteien oder Sie benutzen, glaube ich, auch das Vokabular Altparteien benannt wird. Das ist ja nicht überraschend. Und von daher halte ich es auch für konsequent, wenn man an dieser Linie, an dieser Konfliktlinie sich aufstellt. Wie soll es sonst gehen? Zunächst mal jedenfalls. Wie gesagt, dass man im Landtag dann sehen muss, wie die sachpolitische Arbeit sich dann tatsächlich darstellt. Das werden wir beobachten können und auch beobachten müssen. Selbst wenn man jeder neu ins Parlament gewählten Partei natürlich zugestehen muss, dass sie sich zunächst einmal einarbeiten kann. Ob das nun die berühmten 100 Tage sind, das lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn man sich die Erfahrungen der beiden anderen ostdeutschen oder zweier anderer ostdeutscher Länder, in denen ja auch AfD-Fraktionen schon sind, anschaut. Das ist ein eher ernüchterndes Bild. Da gibt es nicht mal das für Oppositionsparteien an sich typische Maß an kleinen Anfragen, was in Thüringen und in Sachsen gestellt wird, was von Frau Petry damit gerechtfertigt wurde, nach den Medienaussagen jedenfalls, dass man das auch gar nicht nötig habe, weil man in Konfliktfällen direkt mit den Ministern dann telefoniere. Mhm. Stefan, im Wahlkampf hat die AfD einiges richtig gemacht, zumindest was die Kommunikation angeht im Netz. Sollte man darüber sprechen. Martin Fuchs ist bei mir, 36 Jahre jung, ein Kind aus Sachsen-Anhalt, lebt inzwischen aber in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Fuchs. Sie sind Blogger und Politikberater und haben insbesondere den Wahlkampf, was das Internet angeht, den Online-Wahlkampf sozusagen, ein bisschen begleitet. Was ist Ihnen aufgefallen? Ich habe vor allen Dingen einen Wahlkampf gesehen, der an vielen Stellen nicht 2016 war. Ich habe einen Wahlkampf gesehen, der vom Standard her 2013, 2012 war. Es war in der Tat kein wirklicher Online-Wahlkampf, jedenfalls keiner, den ich mir gewünscht hätte. Und natürlich auch aus meiner Fachexpertise-Sichtweise. Und es gab natürlich ein paar engagierte Leute, es gab ein paar engagierte Kandidaten, es gab ein paar coole kleine Aktionen. Aber es war eigentlich wenig quasi wirklich die Verbindung zwischen Online und Offline zu sehen. Das, was man quasi Mobilisierung nutzen kann, über das Netz quasi auch Leute auf der Straße zu mobilisieren, ist nur an Ansätzen gewesen. Wie gut oder schlecht ist das der AfD gelungen?
Die AfD ist natürlich eine Partei, die es ohne Facebook zum Beispiel gar nicht geben würde. Also einem Netzwerk, wo auch Gerüchte ganz schnell natürlich die Runde machen, wie wir gerade gesehen haben. Auch hier wird etwas zitiert, was irgendwie rumwabert irgendwie. Also das ist quasi die Basis der Partei. Ohne die wird es die Partei gar nicht geben, ohne Facebook. Und die wissen natürlich ganz genau, dass sie auf das Netzwerk setzen müssen, weil sie gerade in den klassischen Medien nicht vorgekommen sind oder dann oft das Gefühl haben, schlecht dargestellt zu werden. Das heißt, ihre komplette Kommunikationsstrategie beruht auf digitalen Kommunikation, auf sozialen Medien. Und deshalb sind sie natürlich sehr gut darin. Sie haben Geld darin investiert, sie haben Leute eingestellt und sie machen das kontinuierlich und seit vielen Jahren, also seit die Partei existiert, Erfahrungen gesammelt, die sie im Wahlkampf sehr gut nutzen konnten. Was können denn jetzt die etablierten Parteien? Was können die jetzt besser machen? Ich glaube, sie können vor allen Dingen lernen, dass man mit Inhalten überzeugen kann. Wie gut die Inhalte sind, ist eine andere Frage. Und dass man das Netz auch nicht nur nutzen kann zum Senden, sondern zum Zuhören. Das haben wir gerade eben schon auch in der Runde öfter gehört, dass die Bevölkerung oftmals das Gefühl hat, dass man ihr gar nicht mehr zuhört, dass man gar nicht mehr weiß, was an der Basis eigentlich für Sachen zu wabern. Das würde ich keinen unterstellen, der Politiker, die hier in der Runde sitzen. Die wissen, glaube ich, ganz genau, was da passiert quasi in Sachsen. Die Wahrnehmung ist halt so. Genau. Und den Leuten das Gefühl wieder zurückzugeben, dass man zuhört, dass man auch mal nachfragt und nicht nur alle 5 Jahre mal ein bisschen Halligalli im Internet macht und sagt, jetzt sind wieder Wahlen, jetzt müssen wir uns mal wieder um die Leute kümmern, sondern kontinuierlich jetzt ab morgen wieder anfangen und nicht wieder alle Kanäle einzustellen, die man jetzt so schön angefangen hat im Wahlkampf zu nutzen, sondern kontinuierlich Fragestunden im Netz zu machen, auch mal zu fragen quasi, was machen wir im Landtag, kommt das gut an? Dann wäre es doch ein guter Zeitpunkt, einfach zu fragen, ob man vorhat, ab morgen was zu tun. Anja. Ich würde die Frage, bevor wir Herr Holtmann darauf eingehen, an Herrn Webel auch gern geben. Hat man die Wirkung des Internets unterschätzt bei den großen Parteien? Nein, wir haben diese Wirkung nicht unterschätzt und wir haben auch die sozialen Netzwerke genutzt. Und wenn jetzt dieser Ratschlag kommt, wir hätten das alle nicht richtig getan. Vielleicht hätte ein Anruf vor der Wahl auch uns geholfen, das vielleicht besser zu machen. Das Internet gibt es schon ein bisschen länger, Herr Webel. Bitte? Das gibt es aber schon ein bisschen länger jetzt. Nein, von dem jungen Mann, der gerade gesagt hat, die Parteien in Sachsen-Anhalt haben diese sozialen Netzwerke nicht in diesem Maße genutzt, wie er sich das vorgestellt hätte. Ich sag's mal, wir haben diese Netzwerke genutzt, wir sind gut damit gefahren, aber nur soziale Netzwerke, damit kann man keinen Wahlkampf machen. Man muss auch die klassischen Medien bedienen. Wir haben gerade, Herr Holtmann, diesen Satz wieder gehört. Wir erleben eine von der Politik vernachlässigte Mitte, selbst wenn das nur ein Gefühl ist, was da immer wieder hochkommt. Welche Interessen hat diese Mitte, die die Politik missachtet? Also lassen Sie mich noch einen Satz zuvor sagen. Ich denke, wir sollten nicht das Klischee bedienen, weiterhin, dass die Politik, und das ist ja dann die sogenannte etablierte Politik, außer an Wahltagen oder vor Wahltagen die Bedürfnisse und Wünsche der Wähler nicht wahrnimmt. Aber das Gefühl ist ja da. Ja gut, das Gefühl ist da, aber man muss ja ohne in Wählerbeschimpfung gleich zu verfallen, man muss ja auch mal die Frage stellen dürfen, warum sich so wenig Leute, gerade diejenigen, die zur Protestwahl neigen, vorher nicht angemessen informieren, warum sie sich beispielsweise nicht auf den durchaus beschwerlichen, aber letztlich einer parlamentarischen Demokratie angemessenen Weg der kontinuierlichen Meinungsbildung, des Konfliktaustrags in Parteien machen. Diese Frage darf man auch mal stellen und nicht sozusagen den schwarzen Peter immer oder den schwarzen oder roten Peter oder wie immer an die Politik spielen. Aber jetzt zu Ihrer Frage nach der Mitte. Die Mitte ist im Grunde genommen ein politischer Kampfbegriff. Mal von der einen, mal von der anderen Seite benutzt, um Defizite der jeweils anderen Seite deutlich zu machen. Ist ein soziologisch unscharfer Begriff. Was verstehen wir unter Mitte? Ist es die nach Einkommen differenzierte Mitte? Ist es die nach Bildungsgrad oder nach selbst zugemessener sozialer Kompetenz die Mitte? Das ist häufig nicht ganz durchschaubar. Und von daher kann ich selbst sehr wenig mit diesem Begriff, wenn es darum beispielsweise geht, Zuordnungen zwischen Wählern, Nichtwählern und Parteien zu machen, anfangen. Nur offenbar, und die muss ich an der Stelle nochmal vielleicht auch Ihnen, Herrn Stepun, die Frage stellen, sind Parteien wie SPD oder auch die CDU, möglicherweise auch die Grünen, immer schwerer unterscheidbar geworden für den Wähler? Und insbesondere der SPD ist uns in den Vorwahlumfragen immer wieder die Frage aufgetaucht von den Wählern, warum sollen wir diese Partei wählen? Die hat doch gar kein Profil mehr. Wo ist das Profil? Sind Parteien nicht mehr wirklich unterscheidbar und zu nah beieinander? Also ich glaube, dass Parteien immer unterscheidbar sind. Und gerade wir als SPD stellen eigentlich fest, dass es einen sehr hohen Anspruch an Sozialdemokraten gibt, was so das Thema soziale Gerechtigkeit dann auch angeht. Aber natürlich haben wir auch gerade auch in einem Regierungsbündnis
wie jetzt in den vergangenen 5 Jahren mit der CDU, immer das Problem, dass wir auch Kompromisse machen möchten. Und ich erinnere mal, auch wenn das ein bundespolitisches Thema war, wie lange wir gebraucht haben, zum Beispiel den Mindestlohn dann auch durchzusetzen. Und das sind natürlich alles Geschichten. Also wenn wir gerade auch im sozialen Bereich Dinge durchsetzen wollen und gegen einen stärkeren Koalitionspartner CDU, dann glaube ich, haben wir ein wenig darunter gelitten, dass wir also zu lange also auch in einer Juniorpartnerschaft dann also auch gewesen sind. Und deshalb gab es ja bei uns durchaus Überlegungen, also auch für ein anderes Regierungsbündnis, das ist jetzt nicht zustande gekommen, weil wir einfach gesagt haben, also wenn wir also mehr durchsetzen wollen, auch von unserer Politik, dann können wir das nicht als Juniorpartner, sondern müssen wir das in Möglichkeit also tun, indem wir selbst also auch die Ministerpräsidenten stellen. Gut, jetzt werden Sie es aber in Zukunft auch als Juniorpartner wieder weiter irgendwie machen müssen. Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaft und Arbeit waren nach einer Umfrage des DIMAP-Institutes die wahlentscheidenden Kriterien. Jetzt wollen wir es mal ganz konkret machen an dieser Stelle, möglichst konkret. Beim Thema Arbeit wollen Sie eine Reduzierung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, Herr Poggenburg, so steht es im Wahlprogramm. Was ist damit konkret gemeint? Ich möchte ganz kurz auf einen Punkt noch zurückkommen, weil ich die AfD vorhin angesprochen wurde. Nein, ich würde gerne eine Frage stellen. Doch, das möchte ich aber gerne noch sagen. Es haben sich auch dazu geäußert. Der Wahlkampf der Altparteien wurde wirklich so gemacht, wie die Politik von ihnen gemacht wird. Wenn ich dann höre, Herr Webel, verzeihen Sie es mir, dass ein Anruf genügt hätte, dann muss ich sagen, brauchen Sie dann auch einen Anruf von einem Bürger, der Ihnen sagt, wie Sie die Politik im Landtag richtig machen müssen. Also da muss aber ich den jungen Mann ja gemeint, okay, der ja, Vorschläge ja, gemacht ja, hat richtig, und uns genau. kritisiert hat, was sie genau. nicht getan genau, haben sollen. Genau, könnten wir ja, mal zum Inhalt aber, kommen. Ja, aber interessant ja. wäre mal eine Antwort auf die Frage. Wir haben nämlich ein Landesarbeitsmarktprogramm gemacht und wollen also die arbeitsmarktpolitischen Instrumente eher noch ausbauen und haben zum Beispiel auch Programme gemacht für ältere Beschäftigte, die keinen Job mehr dann also auch bekommen. Wir haben also zusammen mit dem Bund ein Bundesprogramm gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Arbeitsmarktinstrumente und die Programme zurückfahren, aber Sie wollen das ja offensichtlich. So, und jetzt eine konkrete Antwort. Also von Ihnen, ich kann Ihnen sagen, das liegt beim Mindestlohn auch, wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft, kleinen Mittelstand. Das sind ja alle Stellschräubchen, diese Maßnahmen, die Sie auch jetzt genannt haben. Wie auch der Mindestlohn beispielsweise. Richtig. Aber die Instrumente, wir sprechen ja von Instrumenten. Ja? Das sind Stellschräubchen, die ja eigentlich nur etwas berichtigen sollen, aber an der falschen Stelle und nicht grundlegend. Auch der Mindestlohn. Und was sind Ihre Konzepte, besser zu machen? Auch der Mindestlohn ist für uns eine Sache, wo wir sagen, der kann wirklich nur vorübergehend eine Sie wollen ihn abschaffen. Vorübergehend. Aber wenn Sie sich das... Genau. Aber was wollen Sie denn tun? Wir haben über 40.000 Langzeitarbeitslose, das sind verfestigte Socke. Hätte gerne was gesagt. Ja, sagen Sie es doch. Lassen Sie mich doch. Ja. Okay, der Mindestlohn kann, wenn überhaupt, nur vorübergehend eine Maßnahme sein, weil das Problem liegt tiefer. Wenn es ein ausgewogenes Angebot gibt, eine ausgewogene Nachfrage gibt, also Arbeitsplätze und Arbeitnehmer, dann reguliert sich das von selbst. Und man kann sowas nicht über ein Instrument versuchen, durch staatlichen Eingriff im Grunde irgendwie so auszubalancieren. Sie wollen also abwarten, dass das vom Himmel fällt? Vorübergehend ist es eine Maßnahme, Mindestlohn. Aber es geht ja grundsätzlich um den Faktor Mindestlohn. Da muss ich sagen, es kann kein dauerhafter Bestandteil bleiben. Nein, aber wie wollen Sie denn Leute in Arbeit bringen? Also wie wollen Sie die guten Jobs nach Sachsen-Anhalt holen, damit Langzeitarbeitslose wieder in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kommen? Wie die über 9.000 jungen Menschen, die gerne eine Ausbildung machen würden, aber keinen Ausbildungsplatz kriegen. Was wollen Sie da machen, wenn Sie sagen, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen lehnen wir ab? Was ist Ihr konkreter Vorschlag? Es gibt Ausbildungsplätze, da müssen Sie als Azubi bezahlen, beispielsweise auch in der Pflege. Ja. Jetzt haben wir auch ein Programm stehen. Wir möchten, dass das gefördert wird vom Land. Ja. Dass es zumindest so ist, dass der Auszubildende nicht Geld mitbringen muss für seine Ausbildung, sondern zumindest mit Null rausgeht bei dieser Angelegenheit. Da kann ihm dann vielleicht die Familie auch unterstützen, aber nicht, dass er draufzahlen muss. Ich bin selber 22 Jahre Unternehmer, bilde in 2 Berufen aus, Handwerk und kaufmännisch. Ich habe da viel gesehen und erlebt und da gibt es wirklich Sachen, wo nicht genug unterstützt wird. Ja. Das ist doch das Gegenteil, was in Ihrem Programm drin steht. Genau. Nein, da steht natürlich. Nein. Das sind klassische arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Das wäre normal, ist richtig. Ja? Genau, das wäre normal. Ist aber bei einigen Ausbildungsberufen nicht so. Und wir haben im Programm stehen, dass wir genau diese
diese Berufe auch fördern wollen, dass das Land dort einspringen muss. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wollen Sie zurückdrängen und in Ihrem Programm steht explizit drin, dass Sie das auch tun wollen, weil eine zu niedrige Arbeitslosigkeit die entsprechende Flexibilität der Unternehmer wegnimmt. Das ist eine ganz klare Interessensklientel, die Sie bedienen wollen gegen die Arbeitnehmer, gegen diejenigen, die dann sozial ungeschützt sind. Das ist doch klar. Ich kann Ihnen nur sagen, es steht im Programm beispielsweise dieser Punkt drin mit den Ausbildungsplätzen. Aber dem Programm, ob Sie das wahrhaben wollen oder nicht, aber er steht drin und in meinem Bauch zu. Aber das ist ja jetzt nicht die Abschaffung der Arbeitsmarktinstrumente. Da würde ich schon mal noch mal wissen, was Sie da meinen. Ganz allgemein, was ich gesagt habe, wir sind gegen diese vielen Stellschräubchen. Ja? Man muss das grundlegend anpacken. Ja, aber immer, Herr Pockburg, immer wenn Sie gegen etwas sind, dann müssen Sie doch auch etwas mitbringen. Für, richtig. Für etwas sein. Wir sind für etwas. Wir sind für die Stärkung von kleinem Mittelstand. Es kann nicht sein, dass wir in Sachsen-Anhalt immer Großprojekte herannehmen, die dann beispielsweise schieflaufen, ich sage nur Solarbranche, wo dann gesagt wird wieder, na gut, wir können ja nichts dafür, die EU ist dran schuld. Muss ich natürlich sagen, das sagen CDU-Politiker, das sagt ein Ministerpräsident Hasselhoff auch, aber er ist natürlich auch führendes CDU-Mitglied und ist auch mit beteiligt daran, dass die EU so existiert, wie sie existiert, weil die CDU ist für die EU und ein Hasselhoff hat nie gesagt, dass er sich dagegen ausspricht. Und jetzt bringt er es aber als Begründung dafür, dass beispielsweise in der Solarbranche einiges weggebrochen ist. Immer diese Großprojekte. Wir wollen Klein- und Mittelstand fördern. Aber das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Das Problem der Solarbranche waren die chinesischen Billigimporte. Hat mit der EU gar nichts zu tun. Er hat das aber falsch dargestellt. Herr Sie haben verkehrt verstanden. Nein, er hat ganz deutlich gesagt. Ich gebe die Frage trotzdem noch mal in die Mitte. Wenn man, also es waren ja jetzt fünf Jahre Zeit, der Mittelstand, gesagt, dass der Mittelstand gefördert werden soll. Herr Gallert steht ja auch in allen anderen Programmen mit drin. Man hat es über Förderprojekte versucht, Herr Poggenburg hat das auch gerade angesprochen, über Fördermittel. Es hat nicht funktioniert. Ja. Wie soll es denn jetzt gehen, die nächsten fünf Jahre? Naja, da ist ja ein Fehler drin. Man hat es eben nicht gemacht. Man hat ja tatsächlich darauf gesetzt, von größeren Konzernen Arbeitsplätze nach Sachsen-Anhalt einzukaufen mit Fördermittel. Mhm. Häufig mit geringer Wertschöpfung. Häufig krisenanfällig, unter anderem auch im Bereich der Solarbranche, aber auch Callcenter und in solchen Dingen. Und es gab tatsächlich, das ist zweifellos so, das haben wir vor einer Woche hier diskutiert, eine Mittelstandsinitiative, die erst viel zu spät überhaupt in die Gänge kam und im Endeffekt nicht wirklich umgesetzt worden ist. Zentrale Fehler dieser Wirtschaftspolitik, außer schlechte Arbeitsbedingungen, die man akzeptiert hat, die zum Teil, darüber haben wir ja geredet, dazu gedient haben, Billiglöhner anzulocken, also diejenigen, die einen Billiglohnarbeitsplatz anbieten, anzulocken, war tatsächlich nicht auf die eigenen Unternehmen zu setzen und damit eine entsprechende Stärkung derjenigen zu machen, die hier engagiert sind, die hier auch die sozusagen Führungsetage haben. Ich will nur noch mal eins sagen, also um das klar zu sagen, das ist aber nur eine Stellschraube, die auch bei uns schwierig war. Die andere Stellschraube war die der mangelnden Arbeitsplatzsicherheit, der mangelnden Löhne. Und wenn ich dann mit einem Kollegen, zum Beispiel von Herrn Poggendorf, Herrn Pasemann, auf einem Podium sitze und der sagt, das Problem der Wirtschaftsentwicklung in Sachsen-Anhalt, die Wurzel allen Übels sind die Gewerkschaften, da merken Sie, dass es hier eine ganz klare Ausprägung in diesem Bereich gibt. Passt zu allem anderen, was wir auch haben. Dann sage ich, wissen Sie, Sie können so viel Mittelstand und kleine Firmen hier fördern, wie Sie wollen. Wenn die Leute, die darin das wirklich die Entwicklung machen sollen, die darin arbeiten sollen, keine guten Arbeitsbedingungen, keine geschützten Arbeitsbedingungen haben und keine Organisation, die ihnen hilft, werden sie abwandern und in dieser wirtschaftlichen Entwicklung wird in Sachsen-Anhalt nie etwas passieren. Schon gar nicht mit dem Programm der AfD. Stefan, ich sehe, unsere Diskussion wird verfolgt im Publikum. Rüdiger Vogler, 45 Minuten Diskussion sind fast rum. Sie haben eben doch applaudiert. Was spricht Sie an? Ja, ich muss feststellen, dass im Prinzip nur diskutiert wird. Es wird sich an Kleinigkeiten hochgezogen, an den A8, der irgendwo mal bestellt worden ist. Aber das eigentliche Problem, dass unsere Bevölkerung vorwärts kommt und dass Sicherheit bei unserer Bevölkerung eintritt, da spüre ich momentan überhaupt nichts. Wem trauen Sie denn Handlungsfähigkeit zu? Na, zumindest den alten Parteien, die schon jahrelang versuchen, das Beste daraus zu machen, mehr als den jungen, aufstrebenden Kollegen von der AfD. Hm. Andererseits ist Stefan Oldenburg immer noch, hat die Diskussion auch mitverfolgt. Herr Oldenburg,
Herr Poggenburg hat gerade gesagt, er möchte den Mittelstand stärken. Sie sind ja Unternehmer, kommen genau aus diesem Mittelstand. Gefällt Ihnen, was Sie da hören? Also zumindest der Ansatz ist ja richtig. Aber wenn ich dann höre, was Ulf gerade dann sagt, was auf der Podiumsdiskussion abgelaufen ist, dann sage ich wieder, das ist ja zweischneidig. Man muss beides machen. Man muss den Mittelstand fördern und man muss natürlich auch die Arbeitnehmerrechte sichern. Jetzt ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie kann es weitergehen? Sie haben ja vorhin schon mal so ein bisschen vorgefühlt und haben schon mal so ein bisschen die Koalitionsmöglichkeiten angesprochen. Was wäre denn Ihr Wunsch? Wie könnte es dann weitergehen in diesem Land? Also ich sage mal, ich kann mit der Koalition, wenn die zustande kommt, SPD, CDU und Grüne sicherlich, kann ich damit leben und werde auch damit leben. Aber mich hätte trotzdem die Frage interessiert, ob das machbar gewesen wäre, ob die großen Parteien, die beiden, über ihren Schatten gesprungen wären und das überhaupt versucht hätten. Wenn die Grünen nicht reingekommen wären, hätte es bloß die zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder die beiden hätten sich zusammen gerauft oder wir hätten eine Neuwahl gekriegt. Mhm. Sie haben ja vorhin auch angesprochen, ganz kurz, dass Sie auch offen wären für eine ungewöhnliche Kombination. Wie könnte die aussehen? Ungewöhnlich wäre zum Beispiel eine Tolerierung einer Minderheitsregierung, egal wie die aussieht. Lassen wir die Runde darauf reagieren. Anja? Ja, bevor wir die Frage beantworten, möchte ich ganz kurz Herrn Holtmann jetzt noch mal ins Boot holen. Gerade eben haben wir gehört, also es ist so unglaublich, also wir würden uns hier in klein-klein verlieren, aber was wir gerade machen, ist inhaltlich diskutieren. Ja. Warum kann Politik so wie eben nicht mehr vermitteln, dass es eben offenbar keine einfachen Antworten gibt? Oder gibt es die vielleicht doch und man ist nur nicht in der Lage, die zu vermitteln? Also die Erwartungshaltung, es gäbe einfache Antworten und es ließen sich Probleme nach einem Schwarz-Weiß-Muster lösen, die ist in der Tat weit verbreitet. Aber sie geht an der Komplexität der Problemlagen ja doch vorbei. Ich kann gut verstehen, dass sehr viele Menschen im Lande, gerade jene, die Politik nicht professionell verfolgen oder gestalten, das Gefühl haben, und das können wir ja auch messen in unseren Umfragen, dass sie die Politik und das politische Geschäft nicht mehr durchschauen. Und damit sind weniger die Akteure gemeint, die handelnden Personen, sondern die Problemlagen. Das ist ja auch objektiv so. Wenn wir uns überlegen, dass zentrale Problemlagen Arbeit, Wirtschaft, Finanzen ja gar nicht mehr innerhalb dieses Landes, auch nicht mehr innerhalb der nationalen Grenzen stattfinden und gelöst werden müssen, sondern durch globale Vernetzung gekennzeichnet sind. Dass dadurch durch die Entfernung von den Problemlagen zwischen dem Problem und der Problemlage und den Einzelnen das Gefühl wächst, ich durchschaue das nicht mehr, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist aber auch dann die erhöhte Schwierigkeit der Politik, in einem solchen Umfeld, sagen wir es mal, einfache Lösungen zu finden. Man muss wahrscheinlich sich stärker, als das manchmal der Fall ist, auch außerhalb von Wahlkampfzeiten, bereit erklären zu sagen, das Problem ist schwierig, wir haben keine Patentlösung, wir arbeiten dran und wir haben bis sind in dem Stand der Arbeit so und so weit. Und wir beziehen euch Bürger, soweit das möglich und notwendig und angemessen ist, auch entsprechend ausreichend mit ein. Ich denke, wenn man diesen Eindruck vermitteln kann, dann würde sich auch viel von der latent vorhandenen Proteststimmung verflüchtigen. So, Herr Gallert, jetzt sind wir mitten in den Koalitionsverhandlungen quasi. Könnten Sie sich das vorstellen, dieses außergewöhnliche Bündnis, was angesprochen wurde?